Ein wunderschönes Grüezi miteinander zum heutigen Vollmond-Video. Ja, ihr seid wahrscheinlich überrascht. Überrascht. Aber im Moment habe ich einfach so der Flow drin. Ich habe Riesenfreude, immer mehr und mehr zu machen. Auch wenn es heute wieder mal kalt ist. Ich stehe mal auf. Ich bin da richtig dick angezogen mit Wintersachen beziehungsweise Ski-Sachen, genau. Es ist jetzt sicher nicht so, wie wenn man irgendwo in den Bergen ist oder sonst wo. Nein, es ist gemütlich, so wie ich angezogen bin. Ich habe ja auch Heizsohlen in den Schuhen drin. Es ist wunderbar, es ist zum Aushalten. Es fehlt mir nur noch so einen heißen Kakao. Irgend sowas, das wäre es jetzt noch. Nun gut. Heutige Video. Wie ich ja in den letzten Videos schon erwähnt habe, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir zueinander schauen, dass wir das Ganze drumherum nicht in die Angst gehen. Ich habe wieder vermehrt festgestellt, dass die Leute ganz, ganz fest in die Angst reingehen. Dann gibt es verschiedene Mediums, wo da irgendwelche Sachen im Moment in die Weltgeschichte herausposaunen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, welche Thematiken. Ich finde einfach, Leute, hört auf euer Herz. Geht selbst in euch rein, verbindet euer Herz und euren Kopf, machen die magische Acht, verbindet das miteinander, geht in eure Mitte und schaut selbst bei euch. Was ist bei euch jetzt im Moment stimmig? Wo trifft es wirklich den Kern bei euch? Und dann, da könnt ihr Energie drauf geben. Und nicht irgendwo, ja, das hat der gesagt, das hat die gesagt. Das bringt doch nichts, auch wenn ich euch was sage. Ich meine, es kommt das, was kommt. Ob es dann stimmt oder nicht stimmt, das kann uns niemand sagen. Ich meine, wenn wir die letzten Jahrhunderte anschauen, was da nicht alles gesagt wurde und was ist gekommen und was nicht. Einiges ist gekommen, ganz klar. Will ich nicht abstreiten. Aber einiges ist auch nicht gekommen. Also, bleibt in der Mitte. Geht nicht in die Angst. Genießt jetzt die Tage. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Also, finde ich nicht so schön. Okay. Wie gesagt, die Reinigung und der Schutz, da habe ich schon gemacht, weil ich habe ja letztes Mal gesehen, dass das doch ein paar Minuten in Kauf nimmt. Was ich aber zu Hause gezogen habe, ist das Kartenset und wir nehmen es heute von ihr wieder mal zur Hand. So, genau, von der Kylie Gray, das Schutzengel-Orakel. Hier draußen ist es immer etwas schwieriger, weil ich wird enorm geblendet von der wunderschönen Lampe, die ich da habe. Aber egal, es geht. Ah, was will uns echt diese Karte sagen? Wollen wir doch reinschauen, hä? So, dale. So. Ja, ich bitte das geistige Team, mein Geistführer, meine Helferlein, die ganzen Erzengel, die hier sind, die Fabelwesen, all die, die wir mir jetzt helfen wollen, auch die Waldwesen, dass ich die Erlaubnis habe, wieder mal hier im Wald draußen an meinem Lieblingsplatz zu drehen. Genau, das ist für mich nämlich der Kraftplatz, da habe ich, ja, ehrlich gesagt, etwas vergessen. Ich bin jetzt ein paar Wochen nicht mehr hier gewesen, habe andere Touren gemacht. Und ja, heute Morgen hat es mich hier hingezogen. Also, meine Lieben. Gut, ich soll gerade die Karte von oben nehmen. Dann wieder für euch. So. Was haben wir denn da? Reinigen, auflösen, loslassen. Es ist einfach immer stimmig. Es ist sowas von stimmig. Eben, reinigen. Auflösen, loslassen. Ja, wer hat nicht alte Muster in sich? Wer hat nicht Sachen von Inkarnationen mit sich genommen und ja, schaut es manchmal zu wenig an oder verarbeitet, ist nicht mehr in der Liebe. Wie letztes Mal schon gesagt, in der Urkraft im Urvertrauen. Das ist ganz wichtig. Ich mache es heute gar nicht so lang. Ich lese jetzt mal schnell. Mal schauen, was ich alles davor lese, weil ich will eigentlich nachher die Vollmondenergie fließen lassen. Wir haben jetzt dann gleich den Übergang
Und das will ich natürlich nicht verpassen, genau. Ah, jetzt hat es wieder geblendet. Ah, aber jetzt hole ich nochmals eine Lampe. Ist das schwierig? Meine Augen müssen jetzt wirklich gleich mal so ein bisschen fokussieren. Ich schaue jetzt euch im Moment nicht an, schon bin ich dann schon wieder geblendet. Ah, mit der Sprache ist heute was schwierig. Ich weiß nicht, als hatte ich da irgendeinen Krott im Hals, dass ich da nicht richtig sprechen kann. Also, ich erlebe mir nicht mehr die erweiterte Botschaft. Das ist am einfachsten, alles zu lesen. Genau. Also. Wann immer du etwas Negatives denkst oder sagst, etwas von dem du wünschst, du hättest es nicht gedacht oder gesagt, hast du die Möglichkeit, diese Idee oder negative Energie aus dem persönlichen Energiefeld zu entfernen, indem du die folgende wirkungsvolle Affirmation sprichst. Reinigen, auflösen, loslassen. Die Engel sind bereit, dir zu helfen. Alles zu beseitigen, was zwischen dir und deinem inneren Frieden stehen könnte. Wenn du diese Karte ziehst, wirst du zudem ermutigt, dich von jeglichem Durcheinander in deinem Leben zu befreien. Falls sich Staub oder unnützes Zeug in deinem Zuhause, Büro, Auto oder anderen Orten angesammelt hat, an denen du dich aufhältst, ist es jetzt an der Zeit, um sauber zu machen. Wenn du physisch einen Raum reinigst, reinigst du damit auch die Seele. Diese kleine Veränderung werden dich energetisch reinigen und dir ermöglichen, ein Gefühl von Klarheit und Freiheit zu erfahren. Amen. Kann ich nichts mehr dazu fügen. Es ist das, was ich eigentlich seit Wochen jetzt schon predige. Und also entweder habe ich ein Déjà-vu oder ich habe die letzten Tage die Karte mir schon gezogen. Ich bin mir da unsicher, aber ist eigentlich auch egal, weil sie ist wirklich stimmig für mich, total. Und ich hoffe für euch da draußen auch. Genau jetzt sind für dich, wo du jetzt das Video schaust, dass du sagst, oh, genau, so ist es doch. Gut, meine Lieben. Wir machen jetzt, wie gesagt, nicht lange. Wir gehen jetzt gleich in unsere Energie rein, dass ich jetzt die Energie so euch mitgeben darf, genau, für die nächste Woche wieder. Weil ich habe ja am Freitag, wo ich das Video gemacht habe, das ausgelassen, bewusst ausgelassen, genau weil ich jetzt heute hier bin. Dafür machen wir ein paar Minuten länger. Ich hoffe, ihr seid bereits an einem bequemen Ort, habt es euch gemütlich gemacht, hingelegen oder setzt euch irgendwo aufs Sofa, wie auch immer, genau. Gut.
Es ist interessant. Meine Füße werden beheizt durch Heizelemente, Heizsohlen, oder wie man dem sagt, und meine Hände mit meiner Energie. Es ist schade, dass nicht wie beim Atem, wenn es ja kalt ist, dass das auch hier passiert mit den Händen. Es wäre jetzt noch sehr lustig, wenn jetzt die auch so dampfen würden, dementsprechend wie beim Atem. Genau. Ja, die Übertragung war sehr intensiv. Ich habe sehr, sehr viele Bilder gehabt. Das mit dem Sprachchanneling, das muss ich wirklich, wirklich üben. Darum habe ich es jetzt auch wieder nicht mehr gemacht. Für mich persönlich ist es lustig, wenn ich zu Hause meine Sessions für mich mache oder für meine Klienten mache, dann spreche ich sehr oft. Und hier, wenn ich dann die Aufnahme mache, eher weniger. Ich weiß noch nicht genau warum. Aber wahrscheinlich ist die Übung, die mich da etwas hemmt davon, irgendwas Falsches zu machen oder zu tun oder die Hemmung oder whatever. Ich weiß es nicht. Mal schauen, was auf mich zukommt. Was mir aber noch spontan jetzt in den Sinn gekommen ist, ich würde gerne am 21.12.21 um 21.21 Uhr einen Termin freigeben. Also liebe Leute, wenn du der Erste bist, wo den Termin bei mir buchen möchte, kannst du gerne auf meine Homepage gehen, da siehst du die Konditionen, alles drumherum, wie die Anmeldung funktioniert. Sei dabei. Es gibt nur den einen, der vergebe ich jetzt einmal. Weil es ist gerade so stimmig für mich, denn die Zeit und die Zahlen. Und ja, hat so in meinem Kopf genauso toll ausgesehen. Genau. Nun gut, dann lasse ich euch jetzt in diesen Tag starten. Mit viel, viel, viel Energie zu dem heutigen Vollmond. Leider, leider, leider bin ich an einem Ort, wo ich das Glück nicht habe, diesen zu sehen. Aber ich weiß, dass ich irgendwann noch bei der Verarbeitung zu Hause von anderen Personen, wo das Glück haben, ihn zu sehen, das Bild von dem heutigen Mond sehen darf. Also meine Lieben, macht's gut, genießt den Tag und tschüss!